Das Schweiz-Magazin berichtete am 29.05.2008, die deutsche Kanzlerin Angela Merkel soll als Stasi-Mitarbeiterin an Bespitzelungen des ehemaligen DDR-Regimekritikers Robert Havemann im Jahre 1980 teilgenommen haben. Robert Havemann erhielt 1965 ein Berufsverbot und wurde am 1. April 1966 aus der Akademie der Wissenschaften der DDR ausgeschlossen, der auch Angela Merkel angehörte. 1976 wurde er dann unter Hausarrest gestellt, was eine Rundum-die-Uhr-Observation durch die Stasi bedeutete. Diese Observationsarbeiten übernahmen Jugendliche im Alter von Angela Merkel. Zeitweise waren bis zu 200 Stasi-Agenten auf das Havemann-Grundstück angesetzt. Im Zuge von Recherchen zu dem Bericht im Auge der Macht, die Bilder der Stasi, stieß die Redaktion des Westdeutschen Rundfunks auf ein Foto, das Angela Merkel zu der Zeit darstellen soll, als die Familie Havemann, deren Grundstück, überwacht worden war. Die Bundeskanzlerin Angela Merkel untersagte dem WDR, das gefundene Foto im Zuge des Filmes zu veröffentlichen. Erst kürzlich forderte der CDU-Generalsekretär Roland Profalla den Fraktionschef der Linken Gregor Gysi auf, seine DDR-Vergangenheit nicht unter den Teppich zu kehren. Aber wo bleibt seine vehemente Forderung gegenüber seiner eigenen Chefin, die hier offensichtlich genauso ihre Stasi-Arbeit unter den Teppich kehren will und es auch in der Öffentlichkeit darf? Denn gerade das peitschende Boulevardblatt Bild fordert Gregor Gysi mit massiven Überschriften auf, seine Vergangenheit aufzufordern, aber bei Merkel schweigt sie vehement. Auch der Stern und andere Blätter vermeiden es tunlich, darüber zu berichten. Das Schweiz-Magazin geht hart ins Gericht mit den deutschen Medien und schreibt: Die nicht vorhandene Berichterstattung der deutschen Medien, die sich zurzeit in einer Handlungsunfähigkeit befinden, dürfte den Deutschen einen erkenntnisreichen Einblick in die Aufrichtigkeit, Glaubwürdigkeit und Vertrauenswürdigkeit ihrer Medien gewähren. Faktisch sind diese gezwungen, über etwas zu berichten, was man schon seit langem wusste und absichtlich der Öffentlichkeit verschwiegen hat. Berichtet man nicht, leistet man einen medialen Offenbarungseid und gibt Hinweise auf eine mögliche Gleichschaltung aller Medien. Ob dies von oben befohlen ist oder auf einem medialen internen Schweige- und Vertuschungskodex beruht, kann man nur schwer beurteilen. Der Schaden, den man sich gerade jetzt selbst zufügt, ist kaum wieder gut zu machen und gewährt einen aufschlussreichen Zustandsbericht Deutschlands. Deshalb fordert Politprofiler alle Medien auf, sich wieder zu einer neutralen Berichterstattung zu bekennen. Wer von Gysi die Freigabe der Stasi-Akten fordert und ihn dabei als Stasi-Spitzel bezeichnet, muss mit Angela Merkel, unserer Bundeskanzlerin, genauso hart ins Gericht gehen. Solange sie nicht zur Freigabe dieses Bildes bereit ist und die Medien die Berichterstattung dafür unterdrücken und der Bevölkerung auch unterschlagen, sind die imaginären Beweise für Merkels Stasi-Tätigkeit schwerwiegender als die bei Gysi.